Samsung Galaxy A51 gegen Samsung Galaxy A71. Welches Handy kaufe ich? Wenn Sie ein neues Handy kaufen möchten und Samsung zu Ihren Optionen gehört, sollten Sie das Galaxy A51 und das Galaxy A71 kennen, zwei Modelle, die in den Durchschnittsbereich passen, aber für einige Eigenschaften High-End-Ansprüche haben. Damit Sie bei der Auswahl nicht zögern, werden wir uns Punkt für Punkt mit allem befassen, was beim Kauf eines neuen Mobiltelefons relevant ist. Obwohl diese beiden Smartphones mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen, werden wir aufgrund der Unterschiede zwischen den beiden Modellen eine angemessene und kluge Entscheidung treffen. Niemand möchte beim Kauf eines Mobiltelefons einen Fehler machen, deshalb werden wir keine Details in der Mittelklasse verpassen, die am meisten verkauft werden. Ohne uns viel Geld zu lassen, haben wir auch Optionen, die sich sehr lohnen. Bildschirme und Design. Zuerst schauen wir uns Ihre Bildschirme an, auf denen Sie die AMOLED-Technologie mit einer größeren Größe im Galaxy A71 teilen, um 6,7 Zoll im Vergleich zu den respektablen 6,5 Zoll des A51-Modells zu erreichen. Die beiden Modelle haben eine hohe Pixeldichte und eine relativ geeignete Größe für alle Taschen, da die Verwendung der Vorderseite sehr hoch ist. Mit einem Gewicht von 172 Gramm ist das Galaxy A51 leichter als der Gegner. Im Design haben die beiden viel gemeinsam mit einem Kunststoffrücken mit Farben zur Auswahl und einigen sehr attraktiven Effekten. Von hinten sehen wir das Kameramodell in derselben Position und vorne haben beide ein Loch im Bildschirm für die Selfie-Kamera. Wie wir in diesem ersten Abschnitt sehen, gibt es viele Ähnlichkeiten und der größte Unterschied besteht in der Größe, die von uns und unserem Geschmack abhängt. Exynos gegen Löwenmal. Im Prozessor sehen wir den ersten großen Unterschied. Mit einem Exynos 9611 Prozessor hat das Galaxy A51 gezeigt, dass es alles kann, obwohl das Snapdragon 730 zusammen mit der Adreno 618 alles ist, was wir brauchen, um die anspruchsvollsten Spiele zu spielen und zu genießen von Anwendungen mit etwas mehr Leistung. Die Konfigurationsoptionen variieren in beiden Modellen von 4, 6 oder 8 GB RAM bis hin zu 128 GB Speicher. Das Galaxy A51 bereitet sich auf alle Anforderungen vor. Mittlerweile verfügt der A71 über Optionen von 6 oder 8 GB RAM mit 128 Speicherplätzen. Wir haben in jedem Modell die Wahl zwischen Optionen, zu denen wir auch eine Microsd-Karte hinzufügen können. Ähnliche Kameras, aber mit Wertpunkten. Wenn wir die Kameras des Galaxy A51 und des Galaxy A71 kennen, stellen wir fest, dass sie nicht nur die Position, sondern auch die Fähigkeiten von drei ihrer Objektive teilen, nämlich den Weitwinkel mit 12 MPX, was uns hilft, den Porträtmodus mit 5 zu verbessern MPX und auch das 5 MPX Makroobjektiv. Wir müssen daher den Unterschied zwischen 48 MPX und 64 MPX zwischen Galaxy A51 und A71 bewerten und eine Blende von 1, 2,0 bzw. 1,8 hinzufügen. Die Frontkamera entspricht wieder ihren 32 MPX und einer Blende von 1, 2,2, die bei schlechten Lichtverhältnissen gute Ergebnisse liefert. Videoaufnahmen sind für viele Benutzer sehr wichtig, sie zahlen nicht weniger, was sich in diesem Fall erneut für das Galaxy A71 mit Szenenkorrekturen und verbesserten Kontrasten im Vergleich zum Galaxy A51 entscheidet, obwohl beide über einen digitalen Stabilisator und verfügen die Möglichkeit der Aufnahme in 4K. Batterie und Konnektivität. Im Verhältnis zu den restlichen Änderungen behält der Akku dieser beiden Modelle auch Änderungen bei. Das Galaxy A71 hat einen besseren und größeren Akku mit 4500 mAh im Vergleich zu den 4000 mAh des Galaxy A51. Beim Schnellladen verbessern die 25W des A71 die Zeiten im Vergleich zu den 15W des Galaxy A51 erheblich. Eine Verbindung zur Konnektivität tritt erneut auf, wenn wir sehen, dass die beiden einen Fingerabdruckleser unter den Bildschirm, NFC und eine Audiobüchse integrieren, die andere vergessen. Beide enthalten Bluetooth 5.0 und wir verpassen nichts und finden sogar FM-Radio für diese Samsung-Mittelklasse. Eine Benutzeroberfläche mit Android 10. Die Ähnlichkeiten sind immer noch vorhanden, da beide Android 10 verwenden, zusammen mit der One UI-Ebene von Samsung. Allerdings wurde bereits nur das Galaxy A51 auf One UI 2.1 aktualisiert, während das Galaxy A71 noch auf das Update wartet, es jedoch möglicherweise erhält, selbst wenn es länger dauert. Die Optionen sind praktisch gleich, obwohl das Design von One UI 2.1 ausgefeilter ist und spezifische Optionen hinzufügt, die uns im Alltag helfen können.
Das Batteriemanagement liegt sehr gut in den Händen und wir werden praktisch keine Unterschiede haben. Preise und Kaufempfehlung. Um einem von Ihnen mit der besten Kaufentscheidung eine Ähnlichkeit geben zu können, müssen wir zuerst die Preise kennen. Für 280 Euro finden wir das Samsung Galaxy A51 und mit einem Unterschied von fast 100 Euro das Galaxy A71. Ein Preis zu berücksichtigen, dass beide Modelle 128 GB RAM haben und der Konfigurationssprung von 4 GB auf 6 GB RAM beträgt.